Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Bohemia, herzlich willkommen zurück bei Trixie und bei der 500-Tage-Challenge. Und ich habe, weil ich jetzt die Aufnahme sofort dahinter aufnehme, natürlich überhaupt gar keine Ahnung und Antwort. Also werden die Bücher erstmal beiseite gelegt. So. So, hier drin kann ich hier drin linksen, die Lampe nehmen. Ich werde bestimmt Lampenöl finden. Bisher habe ich hier immer Lampenöl gefunden. Eigentlich sogar hier ziemlich am Anfang, hier immer, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber nein. Da fällt mir etwas ein. Habe ich dir heute... Der Opa singt schon wieder, das ist kein gutes Zeichen. Der sollte mal den Alkohol weglassen. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? So, ich wollte halt mit dem, das wollte ich auch noch machen, mit dem Update, ob die was verändert haben. Und zwar, ich habe jetzt 8 Grad, aber ich habe die Fackel an. Ich habe die Lampe an. Ich habe die Fackel an und jetzt würde ich mal gucken, wenn ich die Fackel gleich aus habe, ob ich dann nur 5 Grad oder 3 Grad. Inwieweit die Fackel noch Temperatur bringt. Und dann kommt ja erst der richtige Trick. Weil dann würde ich nämlich gucken, wenn ich dann, oh, es ist Nacht und ich bin hier in dem Damm mit den, ja. Ne? Und wenn ich dann, ich wollte hier eigentlich nur durch, oder? Ich denke auch. Na, ich lote noch ein bisschen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Tolles anzuziehen. So, Moment, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir haben 8 Grad. So, jetzt geht die Fackel aus. Jetzt haben wir 5 Grad. Ja, so, jetzt stecken wir die Fackel weg. Jetzt nehmen wir die Lampe, machen die Lampe an. Mal gucken, ob wir jetzt wieder 8 Grad haben. Mal gucken, ob sie das geändert haben. Nein, ist immer noch. Also die bringt immer noch auf Reisen, da muss ich jetzt dazu sagen. Weil das kann durchaus sein... Ne, dass das auf Schleicher oder so anders ist, aber auf Reisender bringt die immer noch ihre 3 Grad. Guck mal, hier ist doch. Wie viel ist denn da drin? Lass mal stehen, ich guck mal eben. Ich guck mal eben. Wieder Augen. So, da ist nicht viel drin. Machen wir mal auffüllen, aber da ist auch nicht viel drin, okay. Okay, dann, nehmen wir den noch mal eben auf. Und dann füllen wir mal eben. Füllen. So, einmal auffüllen, dass wir einen Liter drin haben. Und dann lassen wir den Rest hier stehen. So, nehmen wir den hier mit. Hier so. Hier, halt. Hier, stopp. Ja, ach, jetzt bist du auch noch müde, Mädchen. Ablegen. Hier, bitteschön. Ich glaube, da sehe ich ihn, oder? Wenn ich den nicht da nicht sehe, dann weiß ich auch nicht. So, dann haben wir noch ein Wasser. Wasser. 3 Liter, das reicht allemal. Guckt ja mal, wenn ich alles dabei habe. Und ich fange an zu hungern. Das muss man sich mal vorstellen. Das darf man sich gar nicht vorstellen. Und ich gucke mal, wie hier was ist. Wasser brauche ich nicht mitnehmen. Hier, den Tresor gucken wir noch mal eben rein. Ach, das ist drin. Ich glaube, wir brauchen nur, wenn wir besondere Sachen haben. Oh, eine Flair. Ja, das ist die erste. Die nehme ich jetzt aber mit. Aber ihr seht schon, die Flares kommen wieder. Haben sie wohl? Nein. Vielleicht. Haben sie wohl geändert wieder. So, wann haben wir den hier? Hier haben wir den dicken Pulli. Hier haben wir den. Da haben wir gar nichts. Da haben wir auch nichts anderes. Da haben wir nur die Windjacke. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Klamotten. Was haben wir hier? 0505. 1306. Dann ziehen wir die mal an. Und die legen wir mal ab. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir schon das Beste. Was man finden kann. Haben wir Leder. Liebe Leder. Putzparade. Wir haben Leder. Dann können wir die ablegen. So, wir brauchen noch ein bisschen Jacke und so, ne? Das ist schon nicht falsch. Guck mal hier, ey, das ist ja gar nichts.
Eigentlich ist ja die schlechte von euch. 28, 36, die hier. Dann machen wir mal hier, dann ziehen wir die mal an. So. Und die legen wir mal ab. So, und dann gehen wir mal weiter. Dann machen wir mal hier nur die Spinte auf, wo Klamotten sein könnten oder so. Ich guck mal hier nochmal, hier habe ich schon wieder nicht geguckt. Also wir haben Brecheisen, haben wir zwei. Da können wir schon mal eins ablegen. So, jetzt haben wir noch die Sägen, Brecheisen, Messer. Wir haben keine Axt. Wir müssen das zerlegen. Das können wir nachher machen. Wir müssen sowieso irgendwann mal schlafen. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und dann gucken wir mal hier im Tresor. Den Rest lasse ich mal unberührt, denke ich. Guck mal, da liegt ein Buch. Nur mal so. Wieso bist du denn hochkant, Buch? Okay. Ach komm schon. Okay, der Buch lassen wir so stehen. So, dann versuchen wir uns mal hier an. Nein, nicht die Werkbank. Die Patrone bin ich. Dann versuchen wir uns mal hier an den Tresor. Vielleicht finden wir ja tolle Kleidung. Mal gucken. Oh. Lohnt sich ja schon fast langsam was zu machen. Oh, 35. Ach komm, dreh einmal so rum drüber. Na komm schon. Habe ich euch gerade in die Ohren geschrien. Da tut mir leid. 35. Ist ja wieder so ein ganz rum, ja. Ach Gott, jetzt. ...53. Also ich mach schon langsam und dann drehe ich doch drüber. 35, 53, sogar 54. Und jetzt hier nochmal, machen wir mal einmal Klack für mich. Los, mach Klack für mich. Na? Na? Echt jetzt? So, ja, ernst. Und was haben wir? Magnesiumfackel. Ein Buch. Ja, super. Und ein Buch. Ah, das war super. Das hat sich ja gelohnt. Hat sich das ja volle Pulle gelohnt. Unser Buch. Ich lasse das jetzt hier, ne? Ihr wisst das ja. Hier, Buch. Bitteschön. Ein Buch, ein Kassenbuch wahrscheinlich. Böse, böse. Hier sind noch 4000 Bücher. Also das ist eine Aufgabe, mein lieber Mann. So, guck mal, wieder eine Magnesiumfackel. Jetzt findest du in 5 Minuten 3, weißt du? Das ist eine Aufgabe mit den Büchern. Ich weiß nicht, ob ich mich da nicht übernommen habe. Ja. Wenn ich mal so genau drüber nachdenke, wie Bücher die hier gibt. Ne? Aber wie gesagt, 500 Tage ist eine lange Zeit. So, wir gehen mal runter. Ach, wir wollten hier nochmal gucken, ob hier noch Klamotten sind. Uns müde sind wir, kalt werden wir nicht, aber wir haben wirklich. Ach, das ist auch nicht besser, oder? Ah, das ist besser. Das war besser. So, dann schauen wir mal. 42, 36, 04, 02, 09, 06. Ja, dann. Ne? Sollen wir das hier ablegen hier? So, und dann haben wir gesagt, die Buchs, ne? 68, 82. Ja. Die können wir auch ablegen. Ach, guck mal. So nach und nach, ne? Oh, nein. Habe ich geguckt. Ja. Ach Gott, ey, entschuldigt. Hoffentlich kriegen wir keine Aora-Nacht. Eine Aorta-Nacht, meine ich. Ihr wisst schon. Eine mit viel Feuer hier in der Kabel. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Ach ja. So, hier haben wir Feuer. Hier könnte ich mir Fackeln machen, habe ich gedacht. Aber werde ich nicht brauchen, weil wir ja eine Pistole haben.
Ne? Und wir haben eine Lampe und dann, ja, dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Guck mal da vielleicht. Wir gucken mal. Einmal da oben gucken. Kling, 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 kling. Ich hab die Dingens an, ne? Kommen wir da rein? Ne, da müssen wir jetzt crouchen. Nö, nix ist. So. Runner da. Runner. In meinem Ruhrgebiet ist Runner da. Verdammt, oh, ein Buch. Ja, ja. Das ist vielleicht. Vielleicht wäre doch gut, wenn ihr alle Nein sagt. Denke ich gerade. Vielleicht wäre das gar nicht so falsch, wenn ihr alle sagt, ach nee, Opa, das ist aber keine gute Idee, dann lass mal. Ich glaube, das würde mir eine Menge zusätzliche Wege wegnehmen. Stell ich so fest. Da brauche ich alles nicht. Lass das mal stehen, das brauche ich vielleicht irgendwann mal. Wenn ich mal alt und gebrechlich bin, aber doch jetzt nicht. Das brauche ich doch jetzt nicht, Eckert. Mal gucken hier, vielleicht nur hier noch was. Nee. Dann lass uns mal gucken, ob der eine Michel da hinten sitzt. Der hat manchmal eine Fackel. Auch eine 100% Fackel. Obwohl ich die jetzt ja gar nicht mehr brauche. Ich habe eine Lampe, ich habe eine Pistole. Eigentlich brauchst du die Fackel ja nur zum Werfen, dass die Wölfe nicht kommen. Oder... Der Typ ist nicht da. Oder, aber er hat, guck mal hier, wieder eine Magnesiumfackel. Wie ich schon dachte, ne? Das ist, oh. Was ist denn das? Das ist ein Gewehr. Das ist ein Gewehr, liebe Freunde. Und zwar eins von den neuen, von den Updates. Boah. 37 Kilo habe ich dann. Ja, ja. Oh je, jetzt habe ich 40 Kilo. Dann ist die Frage, ob ich das überhaupt mitnehme. Dann ist die Frage, ich werde am idyllischen See, im idyllischen Tal bestimmt ein Gewehr finden. Das ist echt die Frage. Wie viel habe ich jetzt? 40? 40 Kilo, naja. Naja, 40 ist vielleicht noch vertragbar. Jetzt sind wir müde. Und wenn wir den Bonus kriegen, dann sind wir bei 35 Kilo. Dann sind wir 5 Kilo drüber, wenn wir nichts mehr so mitnehmen. Ich gehe so dahin gar nicht mehr gucken. Ich kann jetzt sowieso mit 40 Kilo kann ich sowieso nichts mehr dazu laden. Ich kann jetzt nur noch hier mich irgendwo hinlegen und schlafen. Was haben wir denn hier? 4 Grad. Kann ich ohne Feuer schlafen, ne? Mit zwei Schlafsack. Dann komme ich so auf gut 9 Grad und hier ist ja keine Witterung. Man sollte eigentlich in Ordnung sein. Der Mond ist auch aufgegangen. Ich könnte niesen, wenn ich wollte. Oh Gott, ich wollte gar nicht, aber ich könnte trotzdem niesen. Freunde, ich will ja nicht sagen, ich habe schon die halbe Lampe wieder leer gedudelt. Die halbe Lampe leer gedudelt. Jetzt gehen wir mal hier durch und jetzt gucken wir nur noch, wenn wir Klamotten sehen, die nehmen wir natürlich noch. Ne, gute Klamotten, natürlich, die brauchen wir noch. Aber ansonsten lassen wir liegen, was wir finden. Ein Beil haben wir gesagt, brauchen wir auch noch. Nein, ein Beil haben wir nicht. Dann nehmen wir einen Beil natürlich auch noch mit. Und einen kaputten Pfeil, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Und eine Lampe, die 27% hat, aber fast voll ist. Tja. Na gut, dann werden wir die zerlegen, dann haben wir Öl. Also nehmen wir die dann auch noch mit. Das ist ja alles schon wieder viel, viel mehr, als ich wollte. Hier müssen wir raus, ne? Ich könnte jetzt noch, ich gehe auch den Damm noch durch. Die Dinger hier gucke ich nie. Naja, vielleicht doch. Ich wollte gerade sagen, die Dinger gucke ich nicht durch, aber ich gucke sie doch. Nein, kein Essen mehr. Essen haben wir satt. Essen haben wir wirklich genug. Und es kommen Tage, da sind wir froh, wenn wir hier reinkommen und haha, hier ist noch was zu essen. Hurra. Ja, die nehmen wir mal mit. Nein,
Ja, ohne Lampe. Na, die ist ja super. Also wenn schon im Spind eine Lampe ist. Oh, hier. Schmerzmittel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genug davon haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Achso, ich wollte mal eben hier die Klamotten machen. Die Hose. Was haben wir denn hier? 1504. Und was ist das? Abgenutzte Jeans. Okay. Oh, die ist ja auch nicht besser. Abgenutzte Arbeitshose. Na, ich ziehe sie mal an. Dann kann ich die Jeans ablegen. Habe ich wenigstens das Gewicht verloren. Und was war das noch? Achso, die Lampe war das noch, ne? Ja, die Lampe machen wir später. Die machen wir jetzt nicht. Da lag noch Leder. Da lag noch ein Leder. Das weiß doch jeder. Gleich bin ich hier durch. Und dann will ich gemütlich zurückgehen. Und dann habe ich hier noch ein Messer. Und dann will ich gemütlich zurückgehen. Und dann nehme ich am besten. Ne, das sieht man nicht. Nehmen wir nochmal ein bisschen weiter mit. Und dann kommt nämlich die Aurora. Und dann kommen wir hier nicht mehr zurück. Oh, hier habe ich wieder Messer. Ja, hier liegt es gut. Wollte ich das sagen, hier liegt es super. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt die Spinde noch gucken und das war dann auch. Nee, hier ist gar kein Spind mehr. Oh, da ist Lampenöl. Hast du gesehen? Hast du gesehen, Eckart? Man könnte meinen, Lampenöl könnte mal eng werden, wenn ich es so gut einsammle, aber da wir irgendwann mal anfangen werden zu featuren intensiv, da werden wir so viel Lampenöl generieren. Ach du großer Gott. Da kannst du drei Lampen auf einmal hinstellen und brennen lassen, wenn ich dann noch drei Lampen habe. Wieso? Du hast schon wieder Hunger? Ja, diesmal passen wir mal auf hier. Wir wollen nicht, dass du hier in den Hungerdingens kommst. Wenn du weißt, was ich meine. Hier, hau dir noch so einen Riegel rein. Das sind 500 Kalorien. Und dann gebe ich dir gleich noch einen davon. Oder hier so eine alte Salztüte. Kannst auch essen. Hier kannst du noch eine essen. Trockenfleisch geht immer. Jawohl, dann trinken wir hier noch was von unserem Wasser. Dann sind wir aber unter 14. Ach nee, wir haben ja mitgenommen mit Klamotten. Was habe ich denn schon wieder mitgenommen, dass ich schon wieder 2 Kilo schwerer bin? Hä? Was habe ich denn da schon wieder mitgenommen? Außer die Lampe. Die Lampe weiß ich, aber ich habe schon noch was mitgenommen. Ah ja, Lampenöl. Da sind alte Turnschuhe, die lassen wir mal stehen. Die brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Hier haben wir ein T-Shirt, sehr schön. Da freue ich mich. Im Sommer komme ich vorbei und hole mir das ab. Und dann ziehe ich das an mit meiner kurzen Hose. Und dann gehen wir hier irgendwo in den See schwimmen. Das wird sehr schön, da freue ich mich schon drauf. So, was haben wir hier noch? Gucken, Klamotten. Nein. Nein. Nein, nein. Habe ich doch schon. Hier noch? Nein. Nein, auch das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Brauchbare Jeans? Nein. Nein, das ist eine andere Hand. Mach keine schädlichen Dinge hier. Opa. Oh, ja. Ach, ich weiß es nicht. Ich sag mal nein. Ich brauche sowieso die Kanada-Mützen. So, was haben wir denn hier gefunden gerade? Wo ich so lauter als ja gesagt habe hier. Ja, guck mal hier. Hier, die können wir ablegen. So, wunderbar, wunderbar. Wir können auch die Lampe mal nachfüllen, langsam wieder. Mach das doch mal über I, Opa, dann geht das viel besser. Hier, mach mal hier über I. 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 Wo war es denn? Die ist ja, ne, die wir im Betrieb haben. Auffüllen. Jawohl. So, und eigentlich könnte sie die auch mal einfach fallen lassen. Du bist auf die 2 Stöcker nicht unbedingt angewiesen. Hier haben wir noch Nähzeug, da legen wir noch dazu. Und noch so ein schimmeliges Dingens. Habe ich eigentlich schon meine Steigeisen? Habe ich schon wieder vergessen.
Ja klar, ich laufe hier mit meinen Steigeisen durch und ruiniere den ganzen Boden. Gut, dass da keiner mehr ist, der da was sagen kann. Und? Man sieht nicht viel, ne, mit der Lampe. Da drin. Naja, egal. Oh, guck mal da. Bitteschön. Für später, Peter. So. Ja, diesmal planen wir weit ins Voraus. Gell? Ihr merkt. Da bin ich ganz optimistisch, dass ich weit überlebe. Oh, mach doch mal Radio an. Komm hier. Und nach Büchern habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber hier waren bestimmt welche, ne? Wenn einer drauf geachtet hat. Oh, das ist eine von diesen Bonuskassetten. Die müssen wir ja natürlich auch alle finden. Ist ja wohl logisch, ne? Da ist noch ein Kochpott. Da ist noch eine Patrone. Nehmen wir noch mit. Da wäre ja ein Gewehr. Ich weiß nicht, ob wir demnächst die Pistole oder das Gewehr mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, ich muss jetzt hier langsam mal raus und schlafen. Aber erst will ich zu meiner Tür. Bevor auf einmal die Aurora angeht. Ich kann überhaupt nicht mehr rennen. Natürlich nicht. Warum auch? Das wäre ja doof, wenn ich rennen könnte. So. Oh, T-Shirt. Ich komme wieder, wenn wir so ab. Habe ich ja schon erzählt, ne? Bin hier kurz in der Hose. Und dann gehen wir im Titicaca-See, gehen wir schwimmen. Ich drücke immer noch den Spurtknopf. Aber es spurt nichts. Ist vorbei mit Spurten. Hier wird nichts gespurtet. So. Naja. Dann werden wir uns jetzt gleich an der Tür da schön vor die Tür legen. Von innen möglichst. Weil wegen viel Wärme. Guck mal. Aber die habe ich selber hingelegt, glaube ich. Ja, die hätten wir gebraucht, ne, als wir hier rüber gekommen sind. Da war es ja echt knapp mit solchen Dingen. Kann man das eigentlich kaputt machen? Nee. Man kann nicht den kompletten Damm abbauen, das ist aber schade. Ich habe gedacht, man kriegt hier irgendwann mal so ein neues Werkzeug, so ein Engländer oder so, weißt du? Und dann kannst du damit den kompletten Damm hier, kannst abschrauben. Wie dieser, hier heißt der, dieser, Schiffswrack-Simulator, genau. Da kannst du auch, da kann die so bohren, schweißen, brennen, da kannst du da durchgehen. Da wäre doch nochmal eine Erweiterung, da ist doch noch was möglich, oder? Nein, natürlich nicht. Macht mir nicht das Spiel kaputt. Oh, guck mal, das noch. Ich nehme das mal raus, ne, weil ich weiß nicht, ob ich da wieder reingucke. Und hier sehe ich es besser. Wenn ich hier um die Ecke komme, dann sage ich, oh, guck mal da. Verstehst du, was ich meine? Was ich so entdecke, was so ein bisschen versteckt ist, versuche ich mir selber ein bisschen offener hinzulegen. So, dann sind wir da. Machen wir die mal aus. Gell? Und dann machen wir mal I. Weil so ein bisschen können wir ja noch. Dann machen wir mal hier zerlegen. Da haben wir nämlich zwei Pfeilspitzen. Ja, das ist... Ob wir noch zu Katis Abhang gehen? Aber dazu müssten wir eigentlich zur Küstenstraße. Aber nee, das ist dann so gezielt rumlaufen. Da brauche ich keine 500 Tage Challenge machen. Dann hole ich da was weg, da hole ich da was weg und dann. Und dann? Ja, und dann? Ja, da war es auch nicht, ne? Und den kannst du auch noch kaputt machen hier. Aktion. Zerleg mal. So, dann haben wir wieder Lampenöl. Oh, da ist aber jemand müde. So. Siehst du, jede Menge Öl. Dann können wir hier die auffüllen. Wunderbar. So. Und dann können wir hier... Ach, guck mal hier. Die wollte ich doch liegen lassen. Ablegen. Die wollte ich doch hier liegen lassen. Ah, jetzt nehme ich sie mit. Wenn ich sie jetzt schon so weit mitgeschleppt habe, ne? Dann nehme ich sie jetzt auch noch mit. Jetzt sind wir kurz über 40 Kilo. Das ist okay. So, wir müssen was essen, was trinken noch. Das machen wir auch. Hier, das ist so ein Kombi-Ding. Das ist so ein Kombi-Gerät. So, wunderbar.
So, und dann werden wir hier unsere Matte hinlegen. Ja, hier, wunderbar. Und dann werden wir mal 9 Stunden schlafen. Ich glaube, 10 kann man sogar schlafen, aber ich mache mal 9. Ich glaube, man kann sogar 12 auf Reisender. Oder war das auf Pilger 12 und auf Reisender 10? Ach, Fragen über Fragen. Oh, wir sind topfit. So, wir können noch einen Happen essen. Hier, hau dir noch einen Zipriegel rein. Oh, wir haben eh kein schlechtes Zeug gerade, oder? Irgendwann doch der Kaffee, aber der gilt nicht. Guck mal hier, da müssen wir noch kochen. Na, natürlich müssen wir ja die Kochskills auch hochkriegen und so, ne? Ist ja logisch. So, dann trinken wir noch was. Und dann sind wir unter 40 Kilo. 30 können wir. Wir haben den Bonus wohl verschenkt. Also ich jetzt. Aufheben. Ich hätte noch gekonnt. Was sagt denn das Wetter? Ach ja, ist schon da. Ach komm, ich schlafe noch eine Stunde. Warum denn nicht? Dann ist das Wetter wahrscheinlich noch besser. Schlafen. Dann haben wir wahrscheinlich noch besseres Wetter. Und ich wollte vor allen Dingen Schluss machen. Sehe ich gerade. Wollte gerade sagen, da war mal eine lange Stunde. So, aufheben, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen hier raus als nächstes und werden uns dann durch den Berg durchquälen und ins idyllische Tal vorstoßen. Und dann werden wir auf der anderen Seite dann ganz, ganz gemütlich anfangen, alles zu looten, alles zu sammeln und im Bauernhaus gemütlich niederzulassen. Und das ist, ich sage das jetzt ganz am Ende, aber das ist genau so, wie die Anke gesagt hat. Wenn man ins Bauernhaus reinkommt, ist das, als würde man in dem Spiel zu Hause ankommen. Das ist auch mein Zuhause geworden in diesem Spiel, muss ich einfach so sagen. Wenn ich, egal wo ich hingehe, irgendwann komme ich wieder ins Bauernhaus und dann fühle ich mich zu Hause. Naja, ihr Lieben, ich werde ein bisschen sentimental. Ach, das macht nichts. Die alten Leute dürfen das. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Helmi. Tschüss.